Der 5er BMW wandert in die 8. Generation. Grund genug für uns, das Ganze mal im Detail anzuschauen. Wir haben ihn hier stehen im M-Sport-Paket in Tanzanitblau. Wir wollen euch aber heute vor allem zeigen, was OS 8.5 kann, wie das neue Cockpit gestaltet ist, wie es während der Fahrt bedienbar ist. Wir werfen einen kurzen Blick auf die Assistenzsysteme und wir zeigen hier, was wir mit dem i5 gebraucht haben. Viel Spaß! Ja, ich weiß, wir wollten eigentlich immer eher so die Basis zeigen, aber jetzt steht hier wieder ein 5er, der fast 6-stellig kostet. Deswegen, unschwer zu erkennen, wir haben hier ein M-Sport-Paket an Bord. Das bedeutet eine sportlichere Front, eine M-spezifische Front sozusagen. Wir haben ein i-Modell, es gibt die Verbrenner einfach noch nicht. Deswegen zeigen wir euch jetzt heute mal einen elektrischen 5er, bevor wir dann hoffentlich anfangen 2024 nochmal einen Benziner oder Diesel zeigen. Hier haben wir die adaptiven LED-Scheinwerfer, die gibt es nach wie vor. Auch hier ist wichtig zu wissen, es gibt kein BMW-Laserlicht mehr. Es sind Matrix-Scheinwerfer, die sind auch aufweispflichtig, aber Laser ist weltweit nicht mehr verfügbar. Kommentiert gerne, wie euch die neue Front gefällt. Ich finde es immer ganz, ganz schön in diesem Tanzanitblau, das haben wir schon seit Jahren gezeigt. Gibt es übrigens auch in matt, allerdings nicht für einen 5er. Hier sehen wir noch drei spannende Dinge am neuen 5er. Einmal die Jalousie hier, die ist momentan geschlossen. Bei höherem Kühlbedarf würde die öffnen. Dann haben wir hier das Radar-Element, ist jetzt auch ein neues. Also auch hier gibt es neue Hardware, die weiter nach vorne und weiter zu den Seiten blicken kann. Hier unten DGF, man kennt aus dem Konfigurator von Marketingbildern eigentlich immer nur München. DGF ist Dingolfing, da wird der 5er gebaut, wie auch der 7er. Dingolfing bei Regensburg haben wir auch schon oben rechts in einem anderen Video mal gezeigt. Und das ist auch das E-Kompetenzzentrum. Und deswegen haben sie eben gesagt, hier, weil dieses Werk so viel Bedeutung hat, packen wir hier mal den Golfing drauf. Der 5er ist in der 8. Generation 10 cm länger, ungefähr 3 cm breiter und 3 cm nach oben gewachsen. Also er ist vor allem richtig lang. Das merkt man auch bei normalen Supermarktparkplätzen, dass er da einfach einen Überhang hat. Und das ist eins von vielen Punkten, wo man eigentlich sagen kann, der 5er ist wirklich deutlich näher am 7er als am 3er. Tanzanitblau auch hier auf der großen Fläche kann erschlagend wirken. Deswegen sind hier wieder einige Extras an Bord. Einerseits die 21 Zöller mit dünnem Reifenquerschnitt, sehr, sehr cool. Aber aufpreispflichtig, im Gegensatz zur Mercedes E-Klasse zum Beispiel oder auch zum Passat, startet der 5er aber immer bei mindestens 18 Zoll großen Rädern. Damit dieses Tanzanitblau nicht so erschlägt, haben wir hier diese Alu-Umfänge. Auch das ist eine Sonderausstattung. Auch die trägt etwas dick auf, kostet extra. Hier bekommen wir immer diese 5er-Prägung. Das haben wir auch schon beim X7 zum Beispiel gezeigt. Und auch typisch M-Sport-Paket sind die Seitenschweller hier unten dann in Wagenfarbe und etwas deutlich ausgestellt. Ich habe jetzt zwar das Standlicht aktiviert, weil wir hier keine Zündung haben, aber so sehen die Leuchten hinten auch während der Fahrt aus. Also diese Heckleuchten sind always on, auch bei Tag, wenn vorne das Tagfahrlicht leuchtet, habe ich hier auch hinten always on die Heckleuchten. Ansonsten ein M-spezifischer Heckdiffusor, also wirklich sehr, sehr sportlich. Die Kofferraumklappe elektrisch öffnend, da muss man aufpassen, kann auch sein, dass die nicht immer Serie ist. Und dann haben wir hier, da wir hier den eDrive 40 haben, also einen vollelektrischen, 490 Liter Volumen. Es kostet hier ein bisschen Volumen, das sieht man auch hier, der Antrieb. Beim normalen 5er, also Verbrenner, haben wir so 520, 530 Liter. Und hier drunter sitzt quasi der Motor. Also der Motor ist direkt an der Achse. Deswegen ein etwas kleinerer Kofferraum, aber trotzdem gut zugänglich. Das finde ich ganz nett. Kann man ganz umklappen, bleibt dann auch liegen. Man kann es wieder vorholen. Wir haben hier zwei Taschenhaken. Und was man hier noch sieht, ist dann die elektrische Entriegelung für die Anhängerkupplung. Nur mal ganz kurz, so viel Platz ist im Fond, das ist ja eigentlich schon bekannt. Das heißt, Beinfreiheit einwandfrei, kein Problem. Da ist schon die Frage, brauche ich überhaupt noch ein Touring? Wir haben hier den Dachhimmel im M-Styling natürlich entsprechend auch schwarz. Und typisch 5er ist auch immer, dass wir hier Luftausströmer nochmal an den B-Säulen haben. Das ist auch wirklich sehr schön, also an der B-Säule. Und hier, und was mir hier noch gefällt, sind zwei Details. Hier die 4-Zonen-Klimaautomatik, die ist aufpreispflichtig, funktioniert aber sehr gut. Also hier drin hat man überhaupt ein extrem krasses Raumklima. Bei 30 Grad außen ist es hier sehr schön temperiert. Liegt auch daran, dass wenn ich mir die 4-Zonen-Klimaautomatik kaufe, dass ich irgendwo hier hinten einen zweiten Sonnenstandsensor habe. Das heißt, mein 5er weiß, wenn die Sonne von hinten drauf brennt, muss er hier mehr klimatisieren als zum Beispiel vorne. Ganz neu ist im 5er auch dieses Air-Console-Thema. Das heißt, ich habe vorne eine App laufen und ich habe an dieser App nur einmal mit meinem eigenen Smartphone hier diesen QR-Code gescannt und dann kann ich über den Browser, und ich kann es auch noch nicht so gut, über den Browser meinen Go-Kart steuern. Also echt coole Geschichte. Geht wahnsinnig schnell. Ich weiß nicht, wie es genau übertragen wird, aber wie gesagt, einmal QR-Code gescannt, dann geht diese Browser-Seite auf und dann kann ich hier alle möglichen Spiele spielen, auch mit mehreren Mitspielern. Also ich kann hier die ganze Familie spielen lassen, während ich zum Beispiel mit 200 kW lade.
auch im Cockpit gilt wieder, man ist hier deutlich näher am 7er als am 3er eigentlich. Wir haben hier die Sitze in Smoke White. Die sind, soweit ich weiß, im 5er nicht nur vegan, sondern auch aus dem Serienfundus. Die kosten jetzt mit dem M-Sport-Paket zumindest gar keinen Aufpreis. Die M-Sport-Paket Bänder hier mit M-Stick haben wir in dem Fall sogar nicht drauf. Die Sitze sind auch belüftet, genau wie hinten auch beheizt, aber sowas kostet natürlich extra. Kommentiert gerne, wie ihr diese Interieurwahl findet. Wie gesagt, weiße Sitze, dann mit Hochglanz-Schwarz auf Eiche. Bisschen speziell, aber das Ganze wieder kompensiert durch die Interaction Bar. Das ist das hier. Das kann zum Beispiel so leuchten, wenn ich den Warnblinker einmache. Also dann wirklich sehr, sehr besonders. Und das wurde auch vor einem knappen Jahr gezeigt, zum ersten Mal im 7er. So, diese Interaction Bar ist teilweise auch aufpreispflichtig. Da muss man auch aufpassen, was man wählt. Was mir hier gefällt, sind die unsichtbaren Lüftungsdüsen, die aber trotzdem im Gegensatz zu Volkswagen oder Mercedes im Detail einstellbar sind. Also hier ist mein Luftausströmer. Hier kann ich sagen, wie viel Luft soll hier ausströmen, elektronisch geregelt. Und dann kann ich aber noch manuell wirklich im Detail sagen, nach oben links oder nach unten rechts oder mir ins Gesicht. Auch eine sehr schöne Lösung, was man hier gemacht hat. Weiterhin ist auch hier natürlich jede Menge Hochglanz. Wir fahren das Auto seit gut 2 Stunden und es ist schon ziemlich abgegriffen, obwohl es perfekt geputzt war. Also da muss einem klar sein, das ist immer eine schmierige Angelegenheit. Die Bedienung hier mit diesem Controller ist trotzdem relativ gut. Das heißt, ich bin froh, dass es das immer noch gibt, hier oder per Touch. Hier unten Becherhalter bekannt, dann da ist nur eine davon induktiv, also nur die kann laden. Das wäre eine zweite Ablage, finde ich aber eigentlich ganz schön gemacht. So, ob die gekühlt ist, wissen wir nicht, aber sie ist erstaunlich kalt. Kann also sein, dass hier Klimaanlagenluft vorbeiströmt. Echte 5er-Fans werden sagen, Moment, jetzt hatten wir hier im 5er ewig die alte Bedienung, das alte Lenkrad und jetzt kommt gleich das aus dem iX. Ja, und es ist auch ein schönes Lenkrad, denn mir fehlen hier scheinbar Tasten wie der Abstand. Das geht aber alles vollautomatisch und ist auch wirklich besser so. Und die Bedienung ist wirklich sehr schön. Es ist zwar ein bisschen so Hochglanzlook, aber ich habe ein echtes Feedback. Lauter, leiser, schneller, langsamer hier die Audiosachen. Wirklich schön. Und hier kann ich zum Beispiel jetzt mittlerweile mit der Taste das Thema Ansichten steuern oder eben diesen digitalen Tacho. Da wären wir dann auch schon beim nächsten, nämlich diesem Curved Screen. Wir haben hier 2 Besonderheiten, einmal dem Curved Screen mit ungefähr 12 oder 13 Zoll und hier 15 Zoll, also hier ein sehr großes Infotainment-Teil, ein bisschen größer als im 3er, glaube ich. Ein gecurveder Screen, der aber wirklich perfekt ablesbar ist und auf dem auch schon OS 8.5 läuft. Und da werden wir auch gleich im während der Fahrt nochmal zeigen, wie OS 8.5 so zu bedienen ist. Denn es gibt ein paar grundlegende Änderungen. Zum Beispiel kann ich jetzt zwar auf diesen Homescreen gehen, so, aber der Homescreen ist jetzt das. Und in die Apps muss ich jetzt immer per Touch. Also das sind solche Änderungen, die sind neu. Dafür gibt es auch viele neue Apps, wie zum Beispiel YouTube, was es vorher nicht gab. Diese Spiele-App, die ich gezeigt habe und noch viele Kleinigkeiten und tatsächlich auch Verbesserungen. Nur die Bedienung insgesamt, ich weiß nicht, ob die noch so gut ist. Da gehe ich nochmal aufs Hauptmenü und dann kann ich zum Beispiel hier sagen, was möchte ich hier als Favoriten haben. Also im Prinzip sind das hier jetzt die Favoriten, die halt belegbar sind. Ja, auch eine Art, das zu machen. Das Auto hier mittlerweile komplett dargestellt, wie es tatsächlich konfiguriert ist. Sehr, sehr schön. Und sogar der Blinker blinkt mit. Also Details, die kaum ein Mitbewerber so gut hinkriegt. Wirklich gelungen. Kurz nochmal zu den Grundfunktionen. Also Klima ist jetzt immer im Blick. Das hat sich eben geändert. Diese Klimaleiste ist immer da. Man sieht hier zum Beispiel, die Schriftarten sind anders. Das ist eine normale BMW-Schriftart, wie überall im Auto. Und wenn ich ein M-Modell habe, also ein richtiges M-Modell, dann habe ich hier auch die M-Schrift. Wirklich solche Kleinigkeiten. Auf Klima gibt es dann nochmal einen großen Screen, wo ich sogar ab dem 5er sagen kann, meine Beifahrerin möchte eher Mittel, aber sie bleibt immer noch in Automatik und trotzdem kann ich hier nochmal variieren. Also das ist schon auf der Langstrecke eine ganz angenehme Sache, wenn ich ein Klima so perfekt einstellen kann. Hier wäre zum Beispiel auch Sitzheizung, Sitzlüftung in einem, kommt man relativ gut hin. Zumindest fürs Klima ist es überhaupt kein Problem, das zu verstellen. Kurzer Blick nochmal hier rein, dass ich die wesentlichen Änderungen zumindest mal zeigen kann. Denn hier kann man mit dieser Taste eben sagen, was will ich hier, welchen Content. Den Assisted View, das ist also der Assistenz-View. Oder, was mir immer sehr gefällt, ist der Augmented View, AR, Augmented Reality.
Und wenn ich jetzt fahren würde, ich gehe mal kurz, oh, passt schon, dann sehe ich eben hier, naja gut, was ich wirklich sehe, aber hier werden mir dann ganz exakt Pfeile dahin projiziert, wo ich abbiegen muss. Ah, schöne Sache, technisch großartig. Und hier komme ich auf ein Setup-Display, das blende ich mal ein während der Fahrt. Auch das Setup-Display ist tatsächlich, ich sag mal, nicht unbedingt hardware-seitig, aber software-seitig neu. Für meinen Geschmack ist die Projektionsfläche jetzt wesentlich größer und die Darstellungen von Routen ist wirklich perfekt. Also ich würde sagen, wie schon 2018, BMW hat das beste Head-Up-Display. Und dieses Live Cockpit Professional, so heißt das alles hier, wenn man das in seiner Konfi nicht hat, auf jeden Fall kaufen, Live Cockpit Professional, denn da habe ich alles dabei, AR-View, die großen Screens und auch das Head-Up-Display, absolute Kaufempfehlung. In der Nähe des Türgriffs kann man einige Sachen auf einmal zeigen, zum Beispiel auch die Qualität. Denn typisch 5er oder 7er habe ich hier Schnellwahltasten, um auch auf den Sitz zu kommen. Das heißt, ich tippe hier und dann geht mir im Infotainment der Sitz auf, um noch viel mehr einzustellen oder die Sitzmassage zu aktivieren, wenn wir sie denn gekauft hätten. Haben wir aber nicht. Auf- und zusperren und die Tasten hier wiederum, die sind natürlich alle physisch geblieben und die sind zum Beispiel kein Hochglanz. Und hier merkt man halt schon, das fühlt sich alles massiv an, hochwertig. Da habe ich mit der Tür echt was in der Hand. Also das ist wirklich ein massives Teil, auch wenn es kein Softclose hat, wie wir gesehen haben hier für Jonas. Ja, kein Softclose tatsächlich. Er zieht es nicht zu. Weiß ich auch gar nicht, ob das verfügbar ist. Und hier Bowers & Wilkins Soundsystem ist jetzt das hochwertigste, was es momentan gibt, zu einem Aufpreis, der eigentlich akzeptabel ist. Ja, also insgesamt zum Thema Qualität muss man schon sagen, 5er irgendwie in Dingolfing zusammengebaut, ist schon vielleicht nochmal eine andere Sache als ein Tesla. Also für mich ganz klar eine sehr, sehr hochwertige Geschichte. Hier auch noch alles gekühlt übrigens. Und auf Pianolack muss man eben gucken im Konfigurator, auch in naher Zukunft, ob man vielleicht darauf verzichten kann. Aber insgesamt im Stand großartig. Ein kleines Gimmick, was wir einfach zeigen müssen beim Motor Report, ist hier die Innenraumkamera. Die haben wir auch dabei beim Live Cockpit Professional. Hier nochmal ein Dings, auch nochmal Shortcut, Licht. Und dann bin ich hier auf dem Licht und zwar in den Einstellungen. Also auch ganz schlau, das so zu machen, dass man sagt, man kann hier einmal tappen fürs Ambiente-Licht. Halt bei allen anderen Herstellern viel mehr Menüs. Machen wir wieder schnell weg, dass wir auf die Innenraumkamera kommen. Es ist hier ausgewählt, wenn wir lächeln, soll sie auslösen. Deswegen lächeln wir mal oben in die Kamera. Achtung. Die Verbrenner sind aktuell zwar schon bestellbar für den 5er, allerdings jetzt noch nicht fahrbar. Deswegen haben wir uns tatsächlich mal entschieden heute für einen i5 und zwar den eDrive 40. Das ist der kleinste Elektro-5er. eDrive 40 heißt ein Elektromotor an der Hinterachse mit 340 PS bzw. 430 Newtonmeter im Drehmoment. Geht schon ganz gut, diese 250 kW. Diese volle Leistung, die ich gesagt habe, die hat man eigentlich immer nur im Sportmodus, aber man kommt schon gut voran. Was ist hier der große Vorteil? Mir gefällt, dass alle 5er gleich aussehen. Wir haben also egal ob Diesel, Benziner oder Elektro, immer die gleiche Form außen. Man hat die Batterien hier sehr gut verstaut und er fährt sich auch wahnsinnig gut. Also das hier könnte auch ein Diesel oder Benziner sein, in Sachen Fahrwerk und Gewicht gar nicht so schlimm. Tatsächlich wiegt er wohl rund in ungefähr 500 Kilogramm mehr als Elektro-5er. Wir haben dann eben eine rund 80 Kilowattstunden Batterie brutto hier an Bord. Mit der Batterie, ich denke, das dürften nicht so 77 Kilowattstunden netto sein, kommt man im besten Fall 500 Kilometer weit. Wir schauen uns nachher nochmal an, was wir final gebraucht haben. Unser Gewicht hier liegt bei schon über 2 Tonnen, allerdings eskaliert es auch nicht für einen großen 5er. Wir sind also nicht allzu schwer geworden und man merkt jetzt in Kurven wie hier, wenn man die normal fährt, eigentlich nicht zu stark, dass wir hier rund 500 Kilogramm Batteriegewicht dabei haben. Die Batterie ist wie gesagt auch sehr flach und sehr schön verteilt. Wichtig zu wissen ist, wir haben hier einen eDrive der 5. Generation an Bord, das heißt einen sehr aktuellen Elektromotor hinten, den BMW auch selbst entwickelt hat. Und deswegen kann er nicht wahnsinnig viel schneller beschleunigen als vorher, aber es geht bei diesen aktuellen Motoren einfach immer um die Effizienz, dass man da ein bisschen weniger brauchen soll. 16 bis 18 Kilowattstunden sind angegeben, wir sind dann nachher mal gespannt. In 6 Sekunden soll er auf Tempo 100 sprinten und elektronisch abgeregelt ist er bei 193 km/h. Einmal wollen wir auch kurz beschleunigen hier. Dafür habe ich auf Sport geschaltet, dass wir die maximale Leistung haben. Und los geht's. Achtung! Zack! Das wäre 100, also wirklich ganz gut. Die Iconic Sounds hat man, glaube ich, deutlich gehört. Sehr schwierige Geschichte, irgendwie cool, weil es nicht aufdringlich ist. Also dieses Iconic Sounds hört man auch nur dann, wenn man einen gewissen Gaspedalweg, also eine gewisse Leistung angefordert hat. Aber kann man natürlich auch
deaktivieren. Wir haben hier einige Extras dabei, auch beim Fahrwerk. Wir haben zwar nicht die M-Sport-Bremse, aber das M-Sportfahrwerk Professional, also hier auch nochmal nicht das normale Sportfahrwerk, sondern das Aufpreisfahrwerk hier mit geregelter Zug- und Druckstufe. Also ich kann die adaptiven Dämpfer hier ganz genau anpassen und es fährt sich wirklich sehr gut. Wir haben das auch schon bei den Verbrennern gezeigt. Das ist eine super Geschichte in so Kurven wie hier. Also man klebt am Asphalt. Man merkt, wie gesagt, das Gewicht hier ist sehr wenig dafür, dass ich einen elektrischen Fünfer fahre. Schon echt gut und trotzdem sehr komfortabel im Komfortmode. Trotzdem muss ich aber immer irgendwie denken, wenn ich elektrisch fahre, muss ich, wo es geht, irgendwie sparen. Das geht so, indem ich am besten Fall einfach vorausschauend fahre, auf der Autobahn nicht schnell fahre und richtig rekuperiere. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, adaptiv zu rekuperieren. Wir sehen das hier im Menü, da kann ich auswählen, wie soll er selbst fahren. Adaptiv, hoch, mittel, niedrig. So, und wir wollen adaptiv. Das Ganze sehen wir übrigens auch nochmal hier unten adaptiv. Jetzt gehe ich mal per Fuß auf die Bremse, dann rekuperiere er. Und das Ganze soll er eben auch machen, indem er sich selbst umguckt. Das heißt, mein Fünfer achtet auf die Topografie oder auch auf den Verkehrsweg, zum Beispiel auf Kreisverkehr und so weiter. Wir haben die Bedienung während der Fahrt ja schon gezeigt, von dem Jahr im 3er oder auch X3 mit dem OS 8, aber OS 8.5 macht halt noch mal einiges anders. Und deswegen haben wir mal eine typische Situation, ich bin irgendwo fremd, habe die Navigationsdame bzw. Ansage laufen im Hintergrund, muss mich also schon auf den Verkehr konzentrieren und will dann aber sehen, wie gut komme ich jetzt noch zurecht. So, erstmal abbiegen können wir hier zeigen mit diesem Augmented View, schon sehr nice. Das hatte ich vorhin gemeint. Und jetzt gleich sehe ich hier meinen Pfeil. Ich muss also nach rechts, hier am Boden ganz klein. Und das ist gerade bei komplexen Verkehrsgeschichten eine große Hilfe auf jeden Fall. Das gleiche auch nochmal im Head-Up-Display. Jetzt geht's weiter. Hier keine Anzeige, da ganz normales Navi. Und jetzt möchte ich zum Beispiel meinen Radiosender wechseln. Dann gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Erstmal auf Media. Und dann habe ich hier schon die Radiosender, kann sagen Antenna 3. Und habe dann hier übrigens Crafted Clarity, also dieses Aufpreispaket für diese Glas-Applikationen hier. Und dann lauter. Und läuft. So, einmal drücken, ist mute. Und hier habe ich auch noch Skip. Also hier kann ich auch den Sender nochmal weiterschalten. Und hier habe ich halt ein echt schönes Feedback, so ein leichtes Klacken. Also das ist schon echt ganz gut gemacht. Lauter, leiser. Also da schon mal komplett meckerfrei. So, Ton wieder aus. Jetzt sehe ich die Ampel noch. Da kann ich noch sehen. Dann habe ich als nächstes die Möglichkeit Navigation. Was möchte ich zum Beispiel machen? Ein Zwischenziel eingeben. Da bin ich schon an dem Punkt, wo es etwas komplexer wird. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie mache ich es hier oder fasse ich gleich vorne hin und gebe es ein. Also in dem Fall würde ich jetzt einfach Zieleingabe machen und dann kann ich mich hier auch entscheiden, tippe ich es hier ein oder schreibe ich die Buchstaben hin. Also zum Beispiel Bamberg als Zwischenziel. Muss ich ein bisschen aufpassen, wo ich hinfahre. Dann den Domplatz ausgewählt und Zielführung starten. Mache ich jetzt nicht, aber so würde es funktionieren. Da haben wir also gesehen, das Ganze geht schon wirklich ziemlich schnell. Jetzt haben wir gerade übrigens noch was gehört, dieses kleine Geräusch, dieses leichte Dumm. Wer hört's? Achtung. Das ist auch neu. Das ist die EU-Warnung Geschwindigkeits-, also die Geschwindigkeitswarnung nach EU-Vorgabe. Das heißt, nach jedem Motorstart, sobald ich schneller als vorgegeben fahre, blinkt mir hier die 50. Das konnte man bisher auch einstellen. Aber ich bekomme zwangsweise einen Warnton. Den muss ich also nach jedem Motorstart echt neu ausschalten. Und das geht über diese Taste hier schnell. Also ich gehe auf diese Fahrtaste, dann komme ich in ein Shortcut-Menü und kann dann quasi mit zwei Tipps diese Warnung ausschalten. Tatsächlich kommt es nach jedem Motorstart, hat Mercedes und Volkswagen in Zukunft genauso. Bei Mercedes ein bisschen schöner, da gibt es eine Taste, um sofort zu muten, die ist immer da, aber hier mit zwei Tipps finde ich auch noch okay. Hey BMW, wie ist mein Verbrauch? 19,5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer seit dem letzten Zurücksetzen. Interessierst du dich für Möglichkeiten, deinen Verbrauch zu reduzieren? Nein. Wie auch immer, es gehen auch noch erweiterte Fahrzeugfunktionen. Zum Beispiel weiß ich auch, was wir nicht konfiguriert haben. Achtung, hey BMW, aktiviere die Sitzmassage bitte. Dieses Fahrzeug ist nicht mit der Funktion Sitzmassage ausgestattet. Ein ganz neues Modell heißt auch eine ganz neue Funktion, die wir euch nur ganz kurz erklären wollen. Vorher aber grundsätzlich mal gibt es im Konfigurator den Driving Assistant Professional. Von uns empfohlen seit vielen Jahren, da es mit Mercedes so das beste Assistenzsystem überhaupt ist. Das heißt hier zum Beispiel auf der portugiesischen Autobahn habe ich 120 gesetzt, wie erlaubt ist. Und er kann hier wahnsinnig schön die Spur halten.
Geht in Deutschland genauso. Ich habe sanft die Hände am Lenkrad. Und das ist das, was wir eigentlich bisher vom Driving Assistant Professional kannten. Wir haben hier nur noch ein paar neue Funktionen. Jetzt gucken wir mal kurz ins Menü und ich zeige etwas ganz Neues. Und das ist einmal hier in den Fahrerassistenzeinstellungen, das Assisted Driving. Und dann gibt es diesen Punkt Assisted Driving Plus. Und das ist eben eine ganz neue Funktion, die im Konfigurator Autobahnassistent oder Motorway Assistant genannt wird. Wenn ich mir diese Funktion noch dazu kaufe, dann habe ich jetzt ein wirklich teilautonomes Fahren. Ich kann nämlich dann tatsächlich die Hände vom Lenkrad nehmen, stelle hier um auf Assisted Driving Plus, dann wird mein Lenkrad permanent grün und er beobachtet die ganze Zeit meinen Blick. Das heißt, ich kann die Hände bequem ablegen und auch bei solchen engen Kurven hat mich mein i5 im Blick. Und solange ich den Blick auf der Straße habe und ihn nicht länger als 4-5 Sekunden abwende, so lange kann ich permanent ohne Hände am Lenkrad fahren. Und das eben jetzt auch in Deutschland ganz legal. Wie das aussieht, haben wir schon gezeigt. Wir haben oben rechts verlinkt schon ein kleines Versuchsvideo gemacht. Hier in Portugal ist es nämlich witzigerweise nicht erlaubt, da war es auch nur ein Versuch, aber da kann man sehr schön sehen, wie das geht. Für mich, die volle Dröhnung an Fahrerassistenz, würde ich auf jeden Fall kaufen, das heißt Driving Assistant Professional mit diesem Autobahnassistenten, und dann kann ich echt Langstrecken ganz entspannt fahren, auch vielleicht mal ganz kurz so aufs Handy gucken, und ich bin da wirklich absolut sicher unterwegs. Was noch interessant sein könnte, oben rechts verlinkt, haben wir auch schon ein Video gemacht vor einem Jahr in Palm Springs, wie das Ganze in den USA funktioniert. Da haben wir es am 7er gezeigt oder am X7, auch eine spannende Sache, dass wir jetzt dann tatsächlich jetzt hier ab Herbst 2022 diese Zulassung in Deutschland haben, zumindest BMW hat das, und man das tatsächlich bei uns benutzen kann. Der neue 5er macht also Spaß und ich kriege wirklich eine Hightech-Limousine mit überall der neuesten Technik, im richtig, richtig guten teilautonomen Fahren, vielleicht sogar dem besten momentan, und ich habe natürlich auch den Riesenvorteil, dass noch andere Antriebe kommen. Wir sind jetzt den eDrive 40 gefahren, ist gut, passt schon dynamisch und so weiter. Für mich wäre es am Ende trotzdem auch im Jahr 2023 jetzt nochmal oder vielleicht zum letzten Mal der Diesel. Die gute Nachricht ist, es kommt noch ein 20D und ein 30D und es wird auch neben den Vierzylindern noch einen Sechszylinder-Diesel für Europa geben. Bei den Benzinern kommt ein 20i, 30i, der 40i, dann mit rein 6-Zylinder entsprechend. Erstmal nicht für Europa. Ich könnte mir aber vorstellen, dass für den 5er noch ein rein 6-Zylinder kommt, in Verbindung mit einem Plug-in-Hybrid. Das dann auch bald, wie gesagt, wir hatten jetzt nur die Möglichkeit, mal den E-Antrieb zu fahren. Aber insgesamt eine schöne Limousine, die Spaß macht und immer noch 5er Anspruch auf jeden Fall hat und die einfach sehr nah schon am 7er ist. Wir haben einen Nachteil und das kann sein OS 8.5. BMW war immer top, OS 8.0 war noch gut, OS 8.5 macht es ein bisschen schwierig. Wir sind das Ganze auch schon oben rechts verlinkt im X5 gefahren, da noch ein bisschen in der anderen Variante, aber es ist nicht mehr ganz so zugänglich wie früher. Trotzdem dank Touch-Steuerung und dem Controller immer noch relativ gut und kein Vergleich mit manchen chinesischen Mitbewerbern zum Beispiel, da ist es einfach immer noch viel besser. Wir haben unseren Testwagen hier mal konfiguriert. Ich kam so gerade noch auf unter 100.000 Euro. Wir haben einfach einen enormen Preis. Man muss sich auch im Klaren sein, dass man in einem Dreier in Sachen Driving Assistant Professional und so weiter schon ein sehr, sehr ähnliches Angebot hat und man nicht zwingend den 5er braucht, nur zum Beispiel wegen des Platzes. Deswegen kommentiert gerne unten, sagt uns gerne, was ihr nehmen würdet, wie ihr den 5er findet, und kommentiert auch nochmal, was ihr von OS 8.5 haltet. Wir freuen uns sehr auf euer Feedback und danken euch wie immer, wenn ihr uns abonniert und die Glocke aktiviert. Vielen Dank fürs Zuschauen.